Ja, und wieder herzlich willkommen bei Let's Play Minecraft Feed the Beast Modpack mit The Cake of the Gamer und StarCraft57. Ja, heute haben wir die Aufnahme mal vernünftig gestartet. Zum Glück. Au, heiß. Au, heiß. Warte mal, ist hier nicht irgendwo noch... Oh, ich hab den Ton aus. Sollte man den Ton anmachen. Ja, das wäre vielleicht nicht so verkehrt. Weil ich hatte nämlich was getestet und da war das so laut, da habe ich es lieber ausgemacht. Jupp, und ja, wir machen jetzt natürlich da weiter, wo wir zum letzten Mal aufgehört haben. Wir haben jetzt auch rausgefunden, wie man den komischen Electric Wrench hier umschaltet. Man muss M gedrückt halten und dann gleichzeitig die Rechtsklick-Taste machen. Dann kann man das hier an- und ausmachen. Ja gut, ich habe das umgestellt auf einen, O, aber... Ja, du hast es umgestellt, ich halt nicht. Weil bei mir jetzt ist können wir hier einfach so hergehen und bauen das hier ab. Jetzt ist das Ding zwar leer, aber dafür kann jetzt nichts mehr kaputt gehen. Deswegen habe ich das hier schon mal umgebaut. Ah, das hast du umgebaut? Ja. Und ich lege gleich mal das Uranerz in den Kompressor, dass wir das gleich mal zusammen kompressieren. Kompressor, okay. Und wir brauchen wieder etwas Strom, jo. Legen wir uns mal erstmal ins Bett. Deswegen machen wir mal hier erstmal ein bisschen Generator und wir pennen mal eine schöne Runde. Ja, du wolltest ja, dass wir Tin sammeln oder irgend sowas. Ja, Kupfer. Wieso fehlen hier hinten Block? Achso, da wollten wir einen Keller machen. Ach ja, richtig. Achso, ich sollte auch mal meine Werkzeuge mitnehmen. So, ich werde mal jetzt Zinnerz, Silbererz, Lidohr. Was das? Brauchen wir halt gar nicht. Werde ich mal ganz kurz hier in den Zerkleinerer reinschmeißen. Hier haben wir noch Eisenstaub. Oh, ist doch wieder laut heute. Ja. Wenn hier mehrfaches läuft, unten einen Elektroofen müssen wir noch bauen und unser Marcel hat auch eine umweltfreundliche, dauerhafte Energiequelle entdeckt. Ja, dauert zwar noch ein bisschen, aber das sollte funktionieren. Der sagt, die habe ich nicht entdeckt, die habe ich in einem anderen letzten Ganz frech von geklaut. Frech geklaut. Ja, ich fand die halt total geil und dann habe ich gedacht, ja komm, können wir auch bauen. Und so, du hast von dem Skelett abgeschossen. Ja. Hey, ja, unter Wasser kann es genauso gut schießen wie über Wasser. Mit meinem blauen Schwert kann ich alle abknallen hier. Uiuiui. Ah, und du tust Sandfarm. Ja, ich tu hier alles ein bisschen durch Erde ersetzen. Ja, mach den Strand aber nicht komplett leer. Ne? So, ja, nö, wir lassen. Ich hab hier nur so ein bisschen so. Gemacht, dass das hier nicht so wächst? Naja, egal. Das kann nur weg. Kannst du mir mal ein bisschen Sand geben? Danke. Wo ist es denn? Siehst du vor lauter Sand den Sand nicht? Nee, es war in meinem Backpack drin. Was ist jetzt? Na, ich mach mal hier das Loch wieder zu. So, da haben wir hier einmal verfeinertes Uran. Ja, das mag ich. Kommt gleich mal in eine Kiste, ne? Wir müssen ja hier gleich alles hermetisch abriegeln. Ja, damit hier nichts verstrahlt, ne? Ja, also das wäre ganz schlecht. Ganz schlecht wäre das. Was macht das hier? Was macht das hier? Das macht hier nichts. Das gehört dann da nicht hin. Wassereimer in der Rohstoffkiste. Jetzt glaube ich, jetzt geht's los. So, dann werde ich hier mal ein bisschen anpflanzen noch. So, wir können auch mal unser, hier haben wir Zinnstaub, hier haben wir Goldstaub jetzt. Gut, Gold können wir ja direkt mal wieder brennen. Zu Goldbarren, Eisen, Zinnstaub. Zinnstaub, ich weiß nicht, wir brauchen jetzt eigentlich kein Bronze mehr, oder? Brauchen wir Bronze noch? Nee. Doch, eigentlich schon für Legierungen und das alles, aber jetzt noch nicht. Achso. Ich lasse trotzdem mal den Zinnstaub einfach so, nur für den Fall der Fälle. Und wir müssen Sachen suchen gehen. Wissen wir das? Ja, nämlich Kupfer und so. Wir können wieder ein Bücherregal machen. Ja, Bücherregale kannst du auch machen. Eins haben wir schon mal. So, Eisenstaub können wir auch brennen. Ich stelle da gerade noch mal ein bisschen her. Ah, zwei Stück haben wir schon mal. Alles, was wir verdoppeln können, tun wir verdoppeln, oder? Jo, das wäre am besten. So, unsere Generatoren laufen auch Hochtouren, das ist gut. So, ich wollte Erde, genau Erde wollte ich mitnehmen. Ich hab Kopper das noch. Oh, wie schnell der Generator jetzt leer war. Ich hab hier noch Kupfer, das können wir ja mal hier.
So, den Electric Wrench, den packe ich mal hier in die Kiste rein. So, genauso wie Kabel und Gummi. Man kann auch eine elektrische, wie heißt das Ding, dass man die Rubber abbaut? So ein elektrisches Ding kann man doch auch bauen, oder? Ja, geht halt nicht mehr kaputt, aber ich finde, es lohnt nicht. Ja, es ist Holz und dann, naja, nee. Apropos Gummi, haben wir hier wieder was? Jawohl, wir haben hier wieder was. Wir haben hier mindestens ein Gummi. Wo ist der Kompressor? Hier haben wir wieder drei. Was hast du getan? Oder verfeinert. Da hat man gerade ein Motorrad gehört im Hintergrund. Ich habe das Fenster nicht zugemacht. Wo ist denn das? Hä? Gepresstes Uran, wieder das Fenster. Da in der Kiste. Hey, da hab ich schon reingeguckt. Verfeinertes Uran. Wo? Oh. Da hier der Barren, der grüne Barren. Achso, da, refinedet Uran, okay. So, dann lege ich das andere auch gleich mal rein, weil das Uranerz brauchen wir nicht, das können wir direkt zu den Barren pressen. Dann würde ich sagen, Strom, wir gehen erstmal jetzt irgendwo hin und tun uns Rohstoffe machen, ne? Ja. Oder warte mal, ich will gerade mal was. Oh, falsch. Heck. Da. Ein Jetpack? Nein. Electric Jetpack auch nicht. Ein Badpack. 6000. Passt da gerade mal rein. Labpack. 300.000 passt da rein. 1, 2, 3. So, 6 okay, Uran, ein verbesserter Schaltkreis und ein Badpack. Kriegen wir ein Labpack mit 300.000 EU, also kann man dann sehr lange Minen gehen, da brauchen wir sehr viel Lapis für. Das wäre eigentlich die nächste Sache, die wir brauchen, ne? Ja. Damit wir den Mining Drill auch benutzen können, ne? In der Höhle lange. Weil 300 Energie, der hat ja gerade mal 10.000. Also. Wow. Ne? Können wir schon. Ewig da. Könnten wir schon mal drüber nachdenken können. Ja, ich hab's das auch, ne? Ja. Oh. Da. Ich kann mal die ja mal wieder füttern, ne? Jung, den kannst du machen. So, hier wächst dann alles bald mit Gras zu. Dann haben wir hier auch schon ein bisschen schön Gras hier drüben, da kommt mal ein Block rein, das wird mal gefixt ganz kurz. Ach, du hast hier das Loch auch schon, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Wir haben damit hier mal ein bisschen ordentlich ist. So, hier wollte ich noch letztes Mal was machen. Wir machen jetzt mal gerade ein bisschen Landschaftsdekoration. Muss ja auch mal sein. Kann man aus den eigentlich bauen? Nee, kann man nicht, schade. Wir hatten doch total viele Samen. Wo sind die hin? Ah, da sind sie ja. Ich sehe die nicht. Das gibt's da nicht. So, hier, ihr werdet auch noch gefüttert. Du und du. Du und, du und dann. Du. Du und, du nicht, ja, hä? So kann man das machen. Oh. So. Und Kies muss man nochmal schnell zurück für Kies. Nehme ich mir mal die Eier auch noch auf. Haben wir genug Kies? Ah, da kommt nie was raus. Ja, doch, das sieht gut aus. Ja, Zuckerrohr brauchen wir halt jede Menge. Und es sollte gehen alles. Ich probiere gerade mal ein bisschen rum. So, nur mal gucken, wie es so aussieht. Ja, das kann man ja mal kurz machen. Hätte doch mehr Kies mitnehmen sollen, siehst du? Ja, den Mining Drill, ja, ne, das wäre halt. Ich hab nur ein Brot, ne? Wir brauchen Essen, mal großzügig.
Ach ja. Dann hast du Essen. Dann habe ich Essen, ja. Gut, dann tue ich den unnütze Zeug mal weg und dann gehen wir mal los, ne? Yo. So, dann lassen wir hier mal so, dass hier eigentlich ganz gut aussieht mit dem Kies, oder? Mhm. Kommen wir jetzt hier immer schön hoch. Schere kann weg. Minium. Ach ja, was ich noch machen wollte, war so eine schöne Kettensäge. Die nehmen wir auch mal mit. Ist ja effektiver als ein Schwert. Weil das Schwert ist schon wieder am Arsch, glaube ich. Langsam. Kettensäge macht man. Wie wird die auf Englisch geschrieben? Chainsaw. Cane? Okay, wir brauchen besseres Eisen und elektrischen Schaltkreis. Das weiß ich nicht. IC2 Tools. Elektrik. Da haben wir sie doch. Mining Drill. Cansaw, da haben wir sie doch. Ach, die will ich haben. Hey. So, eine Batterie also, brauchen wir noch. Ich hab grad den. Oh, was aufgemacht. Tools. Electric Tools. Das da, eher. So. Ich find Iron. Electronics. Kannst du auch mir einen machen? Ja, kann ich. Gut. Für die Batterie brauche ich nochmal Watt. Nix. Okay. Aha. Sendung. Redstone und ein Kabel. 10 Redstone und ein Kabel. Genau. Oh. Hat Marcel die Stromrechnung wieder nicht bezahlt. Jo. Geil. So, doppelt so schnell produzieren. Da muss ein Kabel oben hin. Wo sind die eigentlich? Hast du die alle in der Hand immer? Nee, wir haben keine mehr. Ich mach gerade neue. So, wir brauchen noch 4 Tin. Hast du die? Jupp, hab ich. Okay. Weil du kannst jetzt nur das eine Kabel, wa? Normal hast du es nicht. Du hast da drüben noch ein Enchantment, ein Table, Mann. Du kannst das doch da drin liegen lassen. Jetzt tust du es da schon wieder. Wir brauchen noch ein. So. Noch ein Kabel. Wir brauchen noch 2. Ja, was nimmst du das jetzt alles? Ja, was? Ich hab's doch wieder reingelegt. So, jetzt haben wir 2 Batterien. Dann bauen wir das hier. Bauen wir noch einen elektrischen Schaltkreis, sehe ich gerade. Ein verbessertes Eisen, 2 Redstone und dann die Kabel. Muss ich noch Kabel machen? Was? Etwas mehr Kabel. 2 Stück von denen, genau. Boah, was man da alles herstellen mit kann. Mit epischer Musik machen wir jetzt hier Kabel. 2 von denen brauchen wir und sehr viel und 2 ihr. Wir brauchen noch 2 RE-Batterien, oder? Nee. Nee. Elektrischer okay, Schaltkreis, ja. Das dahin, das dahin. Gibst du mir. Achso, ich kann ja mir das Eisen einfach holen. Und zwar so. Und dann hauen wir das hier hin. Und dann kannst du die eine nehmen auch noch. Danke. Okay. Hey, ich nehme sie raus. Ich kann sie nicht rausnehmen. Hallo? Weil ich es gecraftet habe vielleicht. Keine Ahnung. So, alles wie aufgeladen. Was ist das denn jetzt an? Ach, macht die immer noch Geräusche? Ja. Und damit können wir richtig schnell hier Holz abbauen. Also es ist eine Axt und es ist auch noch sehr effektiv gegen Monster, ja. Wieso macht der Mining Drill eigentlich keine Geräusche? Sollte der eigentlich, geht aber irgendwie nicht. Na egal, so jetzt gehen wir mal. So, jetzt machen wir hier den Creeper mal One-Hit down. Oder auch nicht. Naja. Los. Also früher war das so. So One-Hit ist die nicht. Ja trotzdem, wieso ist der jetzt explodiert, sinnlos, und da war ich gar nicht angestanden. Na egal, lassen wir erstmal so.
Die machen diese Geräusche, ey. Ich glaube, deswegen haben sie sie ausgemacht, weil manchmal nerven die. Ja, ich habe die später auch rausgenommen, irgendwann mal. Ja, spätestens dann, wenn ich da tausende von diesen Thermalgeneratoren da stehen habe. Mal ist aus. Ja, du kannst die ja ausschalten. Ich hab die ja an. Ich kann die ja anlassen. Ist ja nicht serverbedingt.